Wieder zurück bei Unepic. Wir sind hier gerade kurz davor gewesen beim Kaufen. Jede Waffe ist wirklich eigentlich schwächer als meine, die ich habe. Und würde aus dem Gold kosten, da habe ich keinen Bock drauf. Ein Windbrecher. Eine zweite Bogenseite lässt sich zwei Pfeile auf einmal abfeuern, benötigt dann mehr Zeit zum Nachladen. Benötigt Langbogenpfeil. Leichter Langbogen. Na, meiner hat 90 Schaden, dann zu 150, ist nicht schlecht. Eine Schuppenrüstung benötigt Stufe 9. Naja, verkaufen wir erstmal Zeug. So. Aber ich bagge etwas rum, so jetzt nicht mehr. Langbogenpfeil habe ich noch. Verleiht die Geschwindigkeit des Geparden, das hier bewegt sich für eine Weile schneller. Teleportiere ich zu den Gärten, kann für einen guten Preis verkauft werden. Dann weg. Kann weg. Herstellung von Tränken. Eine Axt kann weg. Axt kann weg. Kleiner Drache. Ja. Die benutze ich alle nicht mehr. Oder habe ich noch nie benutzt. Erhöht deine Stärke und macht dir so deine Angriffe effektiver. Kann auch weg. Brauche ich nicht mehr. Stab der Erlebung brauche ich auch nicht. Ganze Frostbolzen brauche ich auch nicht mehr. Habe ich ja selber eigentlich. Ja, transformiert in einen Huhn ist nicht schlecht. Möchte ich manchmal nicht behalten. Oh Mann, so viel Zeug noch, was man hier verkaufen könnte. Oder was man im Inventar sprengt. Oh, komm mal runter, du kleiner Drache hier. Ordnen wir das erstmal richtig an hier. Der gekreuzte Dolch von Adianti kann eigentlich auch weg. Fiska-Axt, wenn ich die wieder habe. So, da sind die alle Waffen. Jetzt kommen die ganzen Ringe hier. Die Rüstung, restliche Schmarrn. Ja, der Dolch kann definitiv weg. Das kommt hier rüber. Hitzeaura kann weg. So, ich lege erstmal, was verkauft werden kann, hier hoch. Kurzzeitig werden deine Augenmarken versteckt und erlauben dir es, dir Fallen zu erkennen. Trank ist langsam, Gift brauche ich nicht. Aha, sehr interessant. Den Schaden vom Bögen brauche ich auch nicht. Teleportiere zur Person. Teleportiere zu der Person, von der du die aktive Aufgabe bekommen hast. So. Trank der Regeneration. Und hier habe ich einen Trank der großen Regeneration. Das kann erstmal weg hier. Komm auch hier. Erhöht deine Stärke und macht so deine Angriffe effektiver. Neutralisiert das ganze Gift in deinem Körper. Das hat mir gerade schon. Dein Fleisch, dein Hab und Gut verlieren deine Festigkeit. Das kann ich dann gut für die kläffende Hunde, für den kläffenden Hund brauchen. So, Sorok's Küche. Brauche ich also nicht mehr die Rolle. Und warum habe ich jetzt zwei davon? Oder habe ich die Trank der Feinde entdecken, Trank der Infravision? Achso, das ist im Dunkeln, das ist Feinde entdecken. Mein Gott. Und das kann auch weg. Verkaufen. Zwei Münzen. Eine Münze. 156 Münzen. Brauche ich nicht den Dolch. Unnötig. Ich habe so viele Aufgaben noch nicht erfüllt. Schlüssel können wir alle hier runter. So, die ganzen Schriftrollen können wir da ganz nach oben. Die größeren Schriftrollen können hier doch ein Stück drunter. Tränke, Tränke, leere Fiolen. Ja, wo sind denn hier leere Fiolen? Leere Fiolen sind da oben. Das ist ja nur alles, was man benutzen kann hier. Lalilu. So, sieht gut aus, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. So, und hier haben wir noch was Magisches. Diverse Gegenstände. Magische rote Kerze, zusätzliche Schaden mit Feuer plus 15. Kann man die anlegen, oder wie? Oder ist das die... Hm, was ist denn das? Hm, statt dem Feuerzeug. Und Joints zu drehen. Nehmen wir einfach mal mit.
würde mich also in keinster Weise einschränken. Kann ich benutzen. Rolle zur Bibio kann ich mal mit einer mitnehmen. Foyant des Kältestrahls. Rüstung und Rezepte brauche ich Magier oben. Während es aber aktiv ist, wenn Körner. Bla 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 bla. Bla bla bla. Okay, also nichts Besonderes ist hier mehr drin. Mann, 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 waren wir jetzt hier ewig drin? Das ist ja unglaublich. 5 Minuten. 5 Minuten geshoppt. Ah. Tschüss. Bücher nicht anfassen. Fick dich. Warum kann er mir schaden? Sehe ich nicht ein. Weg damit. Tot. Ich kann eine Menge Papiere und bla bla bla. Goldene magische Immunität. Magische Essenz. Ring der Präzision des Barbaren. Chance auf Streitkäufen. Oh ja, nehme ich einfach mal ran. Warum nicht? Ist auch tot. Ring des Verstümmlers. Zusätzlicher Schaden mit Echsen. Nämlich. Keine weiteren Ringe kann ich tragen. Ist ja ärgerlich. Kann ich ablegen. Kannst du ruhig wieder mitnehmen. Ach komm schon. Nimm ihn mit. Aber leg ihn nicht an. Streitkörper habe ich eh keine. Schwachsinn, warum ich das angelegt habe. Was haben wir denn sonst noch? Zusätzlicher Schaden mit Frost. Zusätzlicher Schaden mit Bögen. Schwerter kann auch weg. Ansonsten bin ich ja voll equipped. So, hier fehlt noch was. Ein Kistchen mit 30 magischen Essenzen. Nicht übel. Ja, irgendwo fehlt ja noch was. Ach, da oben geht's auch noch lang. Hm. Die waren echt stark, ey. Ach ja, ich wollte gucken, was auf dem Schild drauf stand. Weil ich ja nicht. Bücher nicht anfassen. Brauchst du einen, trage die Bibliothekare. Tja, da ist das so. Quatsch. Ach du scheiße, richtige Ritter, ey. Holy crap. Die lassen sich davon echt nicht abhalten. Lol. Na, ich komme ja echt langsam Hanakons Schloss näher. Nee, ich muss echt weg. Hier machen wir noch ein bisschen zu viel Aua. Hm, wo kann man denn jetzt hinlaufen? Neue Schlüssel habe ich noch nicht. Ich muss ja echt lang. Na, ich recall mich erstmal zum Healen. Spiel wurde gespeichert. Wir sind gleich Stufe 9. Und hier ist das Level echt schwer, muss ich sagen. So, eigentlich müsste es ja da die eine, da die andere. Da, müsste ja theoretisch hier oben das sein. Genau. Hier konnten wir jetzt lang nochmal hier alles machen. Und. Tja. Scheiß Mistviecher, ey. Jetzt ist schon wieder ein Blutegel drin. Gehabt. Dann werden wir kurz den Krummsäbeltypen besiegen. One hit. Der war einfach weg. So. Nichts Besonderes hier oben. Eine Doppelaxt wieder. Die mich wirklich viel mehr bringt als meine jetzige oder als dann als die Whiskas-Axis. Whiskas-Axis.
Ach du Scheiße. Ey, ich laufe hier in Zeug rein, das ist unglaublich. Vor allem sind alle wieder da. Weg mit dem Blutegel, ich bin vergiftet. Heilige Mutter, ey. Die müssen so oder so irgendwie sterben dann. Muss man echt safe jumpen, ansonsten kann man wieder kilometerlang nach oben laufen. Langbogenpfeile. Alter Schwede. So. Wo muss ich hin? Ganz nach links. Erstmal. Machen wir das Schritt für Schritt. Dann passt es doch viel besser. Mein Drache macht das alles schon. Der ist ja ein Pro im Wegschmelzen. Wieder ein Trank, die Gigantenstärke. Nächster Bereich durchleuchtet. Oh mein Gott. Tschüss. Warum kommen die immer wieder neu? Das ist total nervig. Ich komme mit dem Jumpen echt nicht klar. Aber die bringen mir jetzt gute magische rote Essenzen. Habe ich wenigstens davon keinen Mangel. Diese Jump Skills. Die sind so episch. Okay, also eigentlich habe ich hier alles erforscht und jetzt geht's wirklich nur noch zu den Rittern dahinter. Eieiei, das kann ja was werden. Die lassen sich davon nicht abhalten. Komm mal runter hier. Verbrüht. Eiskalt weggeschmolzen. Geistermaterie. Ach du Scheiße. Leute, ich hab gar keine Waffe angelegt. Warum das denn bitte? Der ist weg. Level up. Starke Viecher, muss ich schon sagen. Wir sind ein Level up, können jetzt also unsere Extra auf Stufe 9 werten. Konstitution hoch, Rüstung zweimal hoch. Und damit können wir die Viskas-Axt anlegen. Wenn ich jetzt kritte, dann ist es richtig böse für die. Chance auf kritisch Treffer mit Echsen plus 6 und verursacht dreifachen Schaden bei einem kritischen Treffer. Ey, die sind da instant weg, die Viecher dann. ...642 Schaden. ...600 Schaden.
Da ist ein Bossraum. Ich nehme mir den Schuh und gehe wieder raus. Tschüss. Da ist noch so viel zu erforschen. Oh lol. Ist da noch eine. Da wird dazwischen. Da war noch eine Wand dazwischen. Und bevor wir ja hier da unten weitermachen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Unepic. Bis dann!